Hallo, liebe Gemeinde. Ich melde mich mal wieder, nachdem mein bisheriges Angeljahr eher bescheiden verlaufen ist. Wenig Fisch, kaum Bisse, sehr wenig Zeit. Und in meinem Urlaub wollte ich eigentlich auch schön mit Wolfgang und von Royal Baits und mit Ricardo von unseren Carp Junkies wollten wir eigentlich gemeinsam fischen gehen. Ricardo konnte in dieser Session ein paar schöne Fische fangen. Unter anderem hat er Jesse wieder gefangen mit 28,6 Kilo. Wie gesagt, letztes Mal wurde Jesse eine Woche nach Ostern gefangen mit 27,5. Also sie hat stramm zugelegt. Wenn sie so weitermacht, denke ich mal, wird sie im Herbst die 30 haben. Eventuell. Na gut, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich hier an einer alten Baggergrube. Ich habe hier schon zweimal angesessen. Einmal auf der anderen, das erste Mal auf der anderen Seeseite. Konnte auch ohne Vorfüttern zwei Bisse verbuchen. Leider habe ich die Fische nicht gekriegt. Der eine hat nicht richtig gehangen. Und der zweite, den habe ich im Holz verloren. So, in diesem Partikelmix kommt dann noch ein Spritzer Bellachan Liquid von Royal Baits. Ein Spritzer Lachsöl, ebenfalls von Royal Baits. Monster Crab Liquid. Thomas, ist euch ja klar. Ja, und dann kommt Thunfisch in Sonnenblumenöl mit rein. Und Kaffeesahne. Obendrauf werde ich dann meinen allseits beliebten Seidenraupen-Stickmix noch ein bisschen was mit reinmachen. Und das gibt eine ganz hervorragende Futterwolke. Ich habe es auch absichtlich relativ dünn gehalten, also sprich sehr, sehr, sehr matschig. Da ich hier immer noch in einer günstigen Situation mein Boot benutzen zu dürfen. Also brauche ich mich da nicht so quälen und auf eine andere Art und Weise rausbringen. So, dazu die Boilies. Wie gesagt, Green Tiger hat die hellen und die dunklen, die Monsterfisch Protein. Ja, muss man mal schauen. Jetzt werde ich erstmal das Boot klar machen. Echolot rein, Lotrute rein und dann geht's auf den See. Und so, Freunde, Stellen habe ich jetzt ausgemacht. Wie ihr sehen könnt, hier einer unter Bäumen. Liegt zwischen 1,80 und 2 Meter. Hier füttert habe ich jetzt, wie ihr sehen könnt, hat die Mischung eine richtig dufte Futterwolke. So, Echolot liegt jetzt mittlerweile bei 1,70, also 1,80, 1,70. Ja, was ihr jetzt als Striche seht, wird das Futter aber zum Boden sinkt. So, hier ist die zweite Stelle. Ja, die liegt ungefähr bei 3,70. wie gesagt, alte Baggergrube, Struktur wie Sau. Also hier hittet hinter mir ist es ungefähr 4,50 Meter tief, relativ steil abfallend, links und rechts von mir. Es ist halbwegs gleich bei, geht sachte aber so 4 Meter runter. Und wie gesagt, also hier wo jetzt meine Boje liegt bei 3,70, ist harter Boden und 2-3 Meter in jede Richtung ist dann sehr weicher Boden. Also irgendwas muss ja hier sein. So, da ist meine Stelle. Und wie gesagt, 50 Metern ist ein Plateau, das geht bis auf 1,20 Meter hoch. Ja, ringsherum zugekrautet, obendrauf ist es frei. Ich habe auch versucht letzte Woche, letzte Woche drauf geangelt, auf diesem Plateau obendrauf, da ging leider gar nichts. Und jetzt liege ich quasi vor dem Plateau an der Kante auf 3,50 Meter ungefähr. Guten Morgen, liebe Leute. Erste Nacht ist rum. Nachdem gestern
Fischereiaufsicht schon da war und hier von irgendwelche Eigentümer von den Gärten hier und uns voll gekekst haben, wegen mit Müll wegräumen und was nicht unser war. Wir halt gemacht haben, Routen rausgebracht haben, ja, verlief die Nacht, nachdem dann drei Wetter über uns rüber gefeuert sind, verlief die Nacht ruhig, abgesehen von ein paar Piepern. Ich habe leider nichts. Eine Stelle werde ich wechseln, weg von den Bäumen weggehen und an eine Schilfbank anlegen. Und naja, gucken wir mal, was dabei noch rumkommt. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen was. Wie gesagt, war bis jetzt, zumindest beim letzten Mal, war es auch so, dass es erst in der zweiten Nacht hier gebissen hat. Aber dafür habe ich jetzt neue Freunde gefunden. Eine Ente. Die hat sich hier, ich habe hier vorne mal einen Pelletboilie reingelegt gehabt. Den hat sie sich im Ganzen reingezogen. Ja, da kommt sie gerade. Da ist sie. Hat mittlerweile fast keine Scheu mehr. Naja, werde ich mich mal mit ihr ein bisschen beschäftigen und den Tag rumbringen. Fischen konnte ich nur endlich den ersten Fisch in dem neuen See hier landen. Heute Nacht um 12:15 hat er an der Schilfbank gebissen. Gebissen hat er auf einen Monsterfisch Ananas Pop-Up und darüber eine kleine Tigernuss. Ja, nach schönem Drill habe ich dann ungefähr 10 Kilo schweren Spiegelkarpfen landen können. Ja, Zeug ist schon alles zusammengepackt, die Pflicht ruft wieder. Jetzt kommt Mirko gleich noch rüber und dann machen wir noch ein paar schicke Fotos und dann darf der Gute wieder schwimmen gehen. So, ja, wie gesagt, für mich persönlich ein besonderer Fisch, nachdem ich hier nur zweimal Fischverlust hatte. Wie gesagt, die Neuübung 20 Pfund. Spiegelkarpfen heute Nacht 12:15. Trotzdem er unter Bäume durch ist und alles, haben wir noch sauber gelandet. Ein wirklich schöner Fisch. Hat das Futter, den Futterplatz auch angenommen. Hat stramm Maispartikelchen und jede Menge Eierschalen ausgeschieden. Wie gesagt, Wolfgang macht die Boilies ja mit Eierschalen, also mit Frischei. Also das ist ein Zeichen für mich, dass das Futter gut ankommt hier. Ja.